Hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. KTM 1290 Super Adventure R oder KTM 1290 Super Adventure S. Ist sicher keine leichte Entscheidung, daher will ich mir in dem Video heute die Unterschiede anschauen, will vielleicht ein bisschen herausfiltern, welche für wen die richtige sein könnte. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Einen Schummelzettel habe ich ja relativ selten bei meinen Videos, weil ich in der Regel mal die Dinge merke. Aber ich habe hier das auch gemacht, damit ich herausarbeiten kann, wo die Unterschiede zwischen den beiden Motorrädern liegen. Weil motorisiert sind sie ja ident. Beide haben den mächtigen 1301 Kubik V2-Zylinder von KTM, der in jeder Lebenslage mörderisch anschiebt, mit 160 PS, die stehen bei 8750 Umdrehungen zur Verfügung, mit 138 Newtonmetern bei 6750 Umdrehungen, und das ist ganz einfach ein Kraftwerk, das Freude macht, vor allem auf der Straße. Das muss man schon sagen, weil natürlich Offroad brauchst du so viel Power nicht, da überfordert sie vielleicht sogar den einen oder anderen. Und KTM hat in altbewährter Manier eben ein S-Modell und ein R-Modell auf die Räder gestellt. Und ich bin die letzten beiden Wochen mit der R unterwegs gewesen. Davor bin ich schon die S auf Fuerteventura gefahren. Zwischendurch habe ich mir es auch einmal geholt, um direkt zu vergleichen, um wirklich von der einen auf die andere umzusteigen, um wirklich die Unterschiede zu fühlen, zu erfahren. Deswegen glaube ich, kann ich euch schon ein bisschen was über diese beiden Modelle erzählen. Wie erwähnt, der Motor ist ident, dieses Kraftwerk, das dieses Motorrad so besonders macht, aber es gibt sehr wohl einige Unterschiede. Augenscheinlich gleich einmal die Raddimensionen, während die S mit 19 Zoll Vorderrad und 17 Zoll Hinterrad auskommt, setzt KTM bei der R auf 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten, also klassische Enduro-Dimensionen. Bei der R hast du Speichenfelgen, bei der S hast du Gussfelgen. Auch die Speichenfelgen der R können mit Schlauchlosreifen gefahren werden. Man sieht ganz einfach vom optischen Auftritt her schon, wo die Reise hingehen muss. Also nicht nur an den Raddimensionen, sondern auch an den Fahrwerkselementen. Bei der S und nur bei der S habe ich ein semiaktives Fahrwerk, ein elektronisches Fahrwerk, das ich immer wieder an die Fahrbahngegebenheiten anpassen lässt, wo du zum Beispiel auch die Vorspannung vorwählen kannst und sich das Motorrad im Niveau an die Beladung anpasst, also immer im selben Niveau ist, dass du auf Knopfdruck auf komfortabel und sportlich trimmen kannst. Und hier hast du ein voll einstellbares WP Explore Fahrwerk, das ganz einfach schon Hard Enduro Ware ist. Wenn ich mal anschaue, die 48 mm Explore-Gabel, die schluckt wirklich alles, was sich einen in den Weg stellt, ebenso das BDS-Federbein, das ist feinste Ware, voll einstellbar. Ich habe bei der R dann auch noch zur Vorspannung ein praktisches Handrad, um das Motorrad auf die richtige Beladung zu bringen, aber auch alles andere ist voll einstellbar, Zugstufe, Druckstufe, du kannst das wirklich perfekt für deine Verhältnisse anpassen, und das ist natürlich schon so, dass man mit diesem Fahrwerk über Dinge drüber rumpeln kann, wie mit kaum einer anderen großen, schweren Reise-Enduro. Wenn ich mir jetzt beim Fahren die Unterschiede anschaue, Offroad ganz klar, da ist die eher zwei Klassen drüber. Das ist einfach so, die ist nicht nur optisch so eine wuchtige Offroad-taugliche Erscheinung, sondern auch wirklich in der Praxis. Auch wenn ich jetzt nicht diese wildesten Sachen fahren habe können in Ermangelung der nötigen Strecken, so traue ich mir das schon abzuschätzen, was mit dem Motorrad geht, wenn du vom Kopf her bereit bist, weil es ist ja trotzdem kein leichtes Motorrad, es hat ja trotzdem 221 Kilo trocken, das heißt dann mit allen Flüssigkeiten drinnen werden wir schon bei 245, 250 Kilo sein, das ist dann natürlich schon eine wuchtige Erscheinung, aber das Motorrad kann auf alle Fälle mehr als die meisten mit so einer großen, schweren Reise-Enduro eigentlich fahren wollen. Es ist aber durchaus so, dass man auch mit der S auf unbefestigten Wegen recht weit kommt. Also ich würde mal sagen, so weit wie du mit deiner BMW 1250 GS kommst, so weit kommst du auch mit der 1290 Super Adventure S. Ich habe auch zu diesen beiden ein Vergleichsvideo, das blende ich euch da oben ein. Da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Dieses Fahrwerk mit dem 200 mm Federweg, hier hast du 220 mm Federweg vorne wie hinten, hier hast du eben 200 mm Federweg. Das ist auch bereit für unbefestigte Wege, für gröbere Passagen, aber bei der R kommst du dann
entsprechend weiter. Wenn wir jetzt abbiegen vom Feldweg, von der Schotterstraße auf die Straße, wo man ja naturgemäß trotzdem öfter sein wird, dann ist der Unterschied, würde ich sagen, gar nicht so groß. Also du hast wirklich auch mit der R, mit dem 21 Zoll Vorderrad eine unglaubliche Agilität. Also jeder, der abgeschreckt ist vielleicht von einem 21 Zoll Vorderrad, der sollte es einmal ausprobieren. Das lenkt wirklich total easy ein mit der aufrechten Sitzposition, mit dem breiten Lenker, reagiert auf jeden kleinen Lenkbefehl. Wo du den Hauptunterschied meiner Meinung nach merkst, das sind dann diese richtig schnellen, langgezogenen Kurven. Da ist das Fahrwerk der S mit dem 19 Zoll Vorderrad ganz einfach das stabilere. Da ziehst du wie auf Schienen durch und da bist bei der R schon ein bisschen mehr am Arbeiten, mehr am Ausgleichen im direkten Vergleich. Also wenn ich runtergekupft bin von der S auf die R, dann habe ich den Unterschied schon relativ deutlich gespürt. Aber es ist nicht so, meiner Meinung nach, der ich ein 21 Zoll Vorderrad gewöhnt bin und gern mag, dass das jetzt wirklich großartig auf der Straße einschränkt. Also da hast du wirklich auch die Möglichkeit, flott unterwegs zu sein. Da wirst du eher eingeschränkt, vielleicht durch die Reifenwahl, weil ich mich dafür den AX41 von Bridgestone entschieden habe. Serienmäßig wird das Motorrad eigentlich mit dem A41 ausgeliefert, aber KTM bietet eben diese Option, dass man sich den AX41 nimmt, den Stollenreifen von Bridgestone. Ich finde es super, dass KTM einen diese Wahl lässt, aber man muss sich natürlich schon im Klaren sein, so richtig diese Power, so richtig diese 160 PS auf die Straße bringt nur der A41. Der Stollenreifen wird das nie schaffen, weil ganz einfach zu wenig Aufstandsfläche ist und das Rad dann ganz einfach beim Beschleunigen relativ früh durchdreht. Da hast du dann die Traktionskontrolle relativ bald am Blinken. Ist keine Frage. Aber das muss einem halt klar sein. Das ist halt der Preis, den man zahlt für bessere Offroad-Tauglichkeit und für die Möglichkeit auch grobe, steile Passagen mit einem guten Grip zu durchfahren. Das ist schon in Ordnung so, dass man diese beiden Reifen auswählen kann. Bei der S hat KTM den Mitas Terraforce R aufgezogen. Kann bis jetzt auch wenig Negatives über den Reifen sagen. Der hat mir sehr gut taugt. Sowohl im Regen auf Fuerteventura hat er sehr, sehr gut funktioniert, als auch jetzt bei Trockenheit auf der Straße. Feldwege, Schotterstraße sind auch kein Problem. Wenn es gatschig wird, wenn es gröber wird, ist er naturgemäß um einiges früher an den Grenzen als der AX41. Aber das ist eine logische Geschichte. Du könntest dann natürlich auch die S mit einem Stollenreifen bestücken. Ich persönlich könnte mir auch den A41 von Bridgestone, der da eben bei der R-Serie mäßig ist, auf der S gut vorstellen. Aber wie gesagt, Reifen sind schnell gewechselt und ich blende euch da oben meine Reifen-Empfehlungsvideos ein für die Reise-Enduros. Da findet ihr sicher auch für die 1290 Super Adventure die richtige Wahl. Der Radstand ist bei der R ein bisschen länger mit 1577 mm zu 1560 bei der S. Also das ist 1,7 cm länger. Wo der Unterschied deutlicher ist, ist die Sitzhöhe. Bei der R habe ich eine Sitzhöhe von 880 mm, bei der S moderate 849 bis 869 mm. Wenn ich mit meinen 1,75 da drauf sitze, komme ich sehr, sehr gut mit den Fußballen runter, habe ich einen sehr, sehr sicheren Stand. Der Kniewinkel ist beim Fahren bei beiden sehr, sehr angenehm. Die Sitzposition, die aufrechte, ist angenehm, aber bei der R, wie gesagt, mit meinen 1,75 komme ich da gerade so mit den Zehenspitzen runter bei der Sitzhöhe von 880 mm. Und wenn das stört, der muss sich da eben im Klaren sein, also wenn das für einen ein Problem ist. Sie ist zugänglicher geworden als das Vorgängermodell, weil beim Vorgängermodell hat man 890 mm gehabt. Aber vom Prinzip her ist da schon ein bisschen Unterschied. Hast du da schon bis zu 3 cm Unterschied und die spürt man dann in der Praxis schon. Was beiden wieder gemein ist, ist dieser nach unten gezogene tiefere Tank, der, wie ich finde, bei der 1290er formschöner gelöst ist als bei der 890er. Nicht ganz so konsequent vielleicht umgesetzt, aber bei dem 21 Liter Tank hast du trotzdem einen Großteil davon relativ weit unten und dadurch einen tiefen Schwerpunkt, dadurch ein einfacheres Handling. Dem Handling ist auch die neue Fahrwerksgeometrie zugutekommen mit dem nach hinten gesetzten Lenkkopf um 15 mm mit dem bisschen kürzeren Rahmen und der längeren Schwinge. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr ausgewogen, egal ob beim Sitzen oder beim Stehendfahren, fühlst du dich auf beiden Motorrädern wohl. Wo haben wir noch Unterschiede?
Das elektronische Fahrwerk habe ich schon angesprochen, das ist serienmäßig bei der S. Bei der R hast du ein wunderbares Offroad-taugliches Explorer-Fahrwerk von WP. Und was der S ebenfalls vorbehalten ist, ist der adaptive Tempomat, also der radargesteuerte Tempomat. Der ist bei der S serienmäßig. Bei der R gibt es ihn nicht einmal als Aufpreis. Obwohl die R das teurere Modell ist, hat KTM da verzichtet, diese Möglichkeit. Die hat nur der Fahrer der S. Bei der R kann man als extra einen normalen Tempomat dazu ordern, aber eben nicht den adaptiven, nicht den radargesteuerten. Da sieht man dann natürlich auch schon, wo die Reise hingeht. Die 1290 Super Adventure S ist das komfortable Reisemotorrad, auch für die Reise zu zweit, das vielleicht auf der Straße ein bisschen die sportlichere Note hat, aber das sportlichere Motorrad ist eindeutig die R. Das ist schon die ganze Erscheinung, die ist ganz einfach offroad-tauglich, die ist das, was KTM verspricht, ready to race. Mir persönlich gefällt auch die Lackierung der R besser, das ist wirklich irrsinnig gelungen, irrsinnig harmonisch, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Bei der R ist das Thema einfach extrem konsequent umgesetzt, also wirklich ohne Kompromiss. Wenn du eine große 130, 140 PS plus Reise-Enduro suchst, mit einer ordentlichen Offroad-Tauglichkeit, wo du wirklich sagst, du willst keine Kompromisse machen, du willst keine Gefangenen machen, du willst dann richtig grobe Sachen fahren, dann wirst du da eher schwer vorbeikommen. Das ist einfach so, dass du mit dir weiterkommst als mit den anderen großen Reise-Enduros. Aber man muss sich auch keine Sorgen machen, auch die 1290 Super Adventure S ist schon das, wofür KTM steht, nämlich eine Reise-Enduro, die dich über unbefestigte Wege bringt, die dich über Schotterstraßen bringt, die dich auf einen Berggipfel raufbringt. Also da brauchst du wenig Sorgen haben. Vom Gewicht her haben wir da 220 Kilo trocken, da 221 Kilo trocken. Das ist wahrscheinlich auch dem Sturzbügel, dem Motorschutz geschuldet. Möglicherweise wiegen die Speichenfelgen ein bisschen mehr als die Gussfelgen. Obwohl man da jetzt dann das elektronische Fahrwerk haben und den radargesteuerten Tempomaten haben, wiegt die um eine Spur leicht, aber dieser eine Kilo ist meiner Meinung nach vernachlässigbar. Vom Windschutz ist die S einfach auch komfortabler, hat den größeren, besseren Windschutz. Die R hat einen Offroad-Look-Windschutz und trotzdem kann man auch diesen Windschild um 55 mm verstellen in der Höhe, was ich ganz gut finde, was ich auch ausreichend finde für Autobahnetappen. Ich bin 1,75, also für mich war das richtig angenehm vom Windschutz her. Und da habe ich nicht mehr braucht und ich stehe mir auf so kurze Windschilder, weil ich ganz einfach, wenn ich dann Offroad fahre, gern sehe, was sich vor dem Vorderrad abspielt, was sich vor mir abspielt. Du siehst dann ganz einfach Bodenwellen und Schlaglöcher besser. Aber von der Ergonomie sind beide sehr, sehr ähnlich. Windschutz, wie gesagt, bei der S ein bisschen besser. Genehmigt haben sich die Motorräder, das ist wieder ident, plus minus 6,4 Liter auf 100 Kilometer. Damit kommt man in etwa 350 Kilometer weit mit dem 23 Liter Tank. Das ist ausreichend für eine Reise-Enduro, finde ich einen ordentlichen Wert. In Tirol braucht man sich auch keine Sorgen machen, weil das Motorrad leise genug ist, auch für die Strecken mit 95 Dezibel Standgeräusch-Obergrenze. Also da hat KTM die Hausübungen gemacht. Wenn ich jetzt noch einmal kurz resümiere und zusammenfasse, für wen welche die richtige sein könnte, ist natürlich einmal in erster Linie eine Geschmackssache. Wem die Optik der R besser gefällt, der wird nicht zur S greifen, auch wenn er vielleicht mit der S ein Auslangen finden würde, weil die ist schon wirklich wunderschön und sie kann mehr, als die meisten wahrscheinlich gewillt sind, mit einer Reise-Enduro zu fahren. Wenn du einer bist, der gern zu zweit unterwegs ist, der lange Etappen am Stück absolvieren will, bis er dann zum Schotter hinkommt, dann ist diese eher sicher eine wunderbare Wahl für die Tour, die eben nicht enden muss, wo der Schotterweg ein bisschen gröber wird. Aber für die meisten Strecken wird die S vollkommen auslangen und sie ist ganz einfach dann durch das semiaktive Fahrwerk noch komfortabler, weil du beim Fahrwerk nie einen Kompromiss eingehen musst, weil du es je nach Wunsch komfortabel und sportlich per Knopfdruck getrimmt hast. Da hast du immer die richtige Fahrwerkseinstellung. Bei einem manuell einstellbaren Fahrwerk, so toll das auch ist, ist das immer auch ein bisschen ein Kompromiss. Weil man natürlich in der Praxis nicht stehen bleibt und sagt, okay, jetzt bin ich Schotter gefahren, jetzt fahre ich Straße, jetzt stelle ich mir das Fahrwerk wieder ein bisschen um. Deshalb ist es immer ein gewisser Kompromiss. Allerdings ist der sehr, sehr gelungen bei dem Motorrad.
Preislich bin ich bei der eher ein bisschen höher, und zwar auf 22.399 Euro in Österreich oder 19.795 in Deutschland. Die S kostet 21.349 in Österreich und 18.495 in Deutschland. Was man meiner Meinung nach bei beiden dazu nehmen sollte, ist der TechPack, wo du dann eben diesen wunderbaren Quickshifter dabei hast, wo du den Rally-Modus dabei hast, der ja in der Praxis nichts anderes ist als ein User-Modus, wo du die Traktionskontrolle individuell in 9 Stufen verstellen kannst, wo du die Gasannahme anpassen kannst. Ansonsten hast du ja bei beiden wirklich alles an Fahrhilfen drauf. Du hast Kurven-ABS, du hast schräglagenabhängige Traktionskontrolle, du hast eben die verschiedenen Fahrmodi, Rain, Street, Sport und Offroad, also da gibt es eh kaum Wünsche. Ich persönlich würde eben noch diesen TechPack dazu empfehlen oder zumindest noch den Rally-Mode, aber sonst hat man bei beiden wirklich ein komplettes Motorrad. Je nachdem, wo die Reise hingeht, je nachdem, welche einem besser gefällt, wird man zur R oder zur S greifen. Beide sind mehr als ausreichend motorisiert und beide können sowohl Straße als auch Offroad. Die eine ein bisschen mehr Offroad, die andere vielleicht ein bisschen sportlicher Straße. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Schreibt es in den Kommentaren unten rein, was ihr von den beiden Motorrädern hält, welche euer Favorit wäre, ob ihr vielleicht schon eine Probe gefahren seid, ob ihr es noch plant, ob ihr eine davon habt, ob ihr das Vorgängermodell habt. Würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts, und den Wolf freut's. Ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft meine Videos nicht mehr versäumt.